Es sind zwei Welten, die aufeinander prallen. Nämlich das eine ist der, naja, soll man sagen, der Langeweile-Markt. Manche sagen Value dazu, einige sagen, das sind die Blue Chips. Der Dow Jones beispielsweise ist da einer der bekanntesten Vertreter. Der ist aktuell nicht wirklich gut drauf. Wir sehen das hier. Dieser Markt ist deutlich jetzt am Nachmittag nochmal nach unten gekommen. Jetzt gerade eben nochmal mit einer heftigen Bewegung. Alles noch ohne Drama. Aber zumindest mal festzustellen, dass das hier nicht auf der bullischen Seite im Moment das aktive Moment ist, sondern ganz klar auf der bärischen Seite. Das hatten wir übrigens gestern auch schon mal. War das gestern? Ich glaube, es war gestern, ein Tag gleich dem anderen. Hier sehen wir es. Da haben wir einen wunderschönen Rücksetzer gehabt und ein Hinweis, wenn es wackelig nach oben geht, dann nochmal die Fortsetzung. Es ist aber eben nicht wackelig nach oben gegangen, also zumindest mal nichts getriggert hier, kein Zwischentief. Im Gegenteil, er ist ja sogar noch darüber hinausgegangen. Also null Idee für die Shortseite. Jetzt kriegen wir den nächsten Versuch. Eigentlich wunderschön, es ist genau das gleiche in Grün. Nämlich der Schub nach unten, der jetzt quasi danach hungert, wenn er denn eine Korrektur nach oben erlebt, dann die Fortsetzung zu bekommen. Im Kleinen können wir das hier vorne sehen. Also wenn ihr eine relativ starke einwellige Bewegung seht, und dann habt ihr so eine A, B, C, dann kommt mindestens das nochmal oder auch mehr. Also ob es mehr wird, das kann sehr gerne sein, gerade wenn das ein Fünfweller wird. Das weiß man natürlich am Anfang nicht, aber so eine Fortsetzung danach ist nun mal sehr, sehr realistisch, dass es quasi dann entweder die dritte oder die C-Welle wird, also dementsprechend Chance auf die Fortsetzung. So, das ist im Kleinen jetzt hier. Das ist das Bild, was wir hier nochmal hatten. Und dann sehen wir, dass wir hier eine deutliche Abwärtsbewegung haben, die, jetzt stauchen wir das Ganze mal ein bisschen, wenn sie denn dann früher oder später mal eine ordentliche Korrektur erlebt. Ich habe es bewusst noch nicht hier hinten dran gemalt, weil ich mir gar nicht sicher bin, ob er nicht noch ein bisschen tiefer erst geht, bevor das ansteht. Aber wenn das hier als nächstes folgt, dann wäre das die Fortsetzung. Ich weiß, das ist nicht so besonders beliebt, weil man sagt, ja, aber ich weiß ja noch gar nicht, ob das passiert. Genau das ist der Fall. Wir wissen das noch nicht, ob das passiert. Wenn das aber passiert, dann ist das so auffällig, dass man das natürlich auch nicht übersehen kann. Warum? Weil, dann nehmen wir Fibonacci, nehmen wir mal, es bleibt bei diesem Tief oder so ungefähr auf dieser Höhe, dann wären das unsere Fibo-Rücksetzer. Dann ist das eigentlich dieser typische Zielbereich, in dem wir reinlaufen müssten und das idealerweise ABC-mäßig oder wenn nicht ABC, dann mehrfach wackelnd. Was nicht gilt, ist sowas. Schwupp. Ja, also je steiler die Gegenbewegung ist, desto schlechter ist das für die Abwärtsseite noch, weil dann ist ja eine sehr starke Gegenbewegung und wir haben ja auch keinen Haken hier, wo wir das festmachen können, dass wir die nächste Abwärtsbewegung vor uns haben. Ich mache nochmal den Vergleich. Wenn wir tatsächlich irgendwie so etwas hier bekommen, dann wäre das hier ein sinnvoller Haken für die Fortsetzung. Hier die Abwärtsbewegung, hier die Gegenbewegung und dann anschließend nochmal die Fortsetzung. Gute, realistische Chancen also jetzt für den Dow Jones, jetzt heute also doch noch das Ganze hier so hinzukriegen, was er gestern nicht so richtig hinbekommen hat, weil die Bewegung nach oben gegangen ist. Übrigens, wer jetzt sagt, aber haben wir denn nicht hier auch so eine A, B, C? Ja, aber das ist ja keine Gegenbewegung, denn der ist ja höher als der da vorne. Das heißt, das ist jetzt natürlich nicht das Gleiche. Das wäre so gewesen, wenn das ein Teil dieser Bewegung, denkt an diese Kiste in der Mitte, wenn er da reingelaufen ist. Deshalb habe ich hier diese Kiste reingemalt habe. Also wenn er dann natürlich sowas macht, dann hat das mit dieser Kiste nichts zu tun. Diese Kiste ist dafür verantwortlich zu messen, kann das eine Korrektur sein? Sprich, das ist die Hauptbewegung, das ist die Gegenbewegung. Deshalb ist das mit den Fibonaccis gar nicht so unwichtig. Die Kiste brauchen wir gleich nochmal. Jetzt wechseln wir mal erstmal auf den Widersacher. Und das ist sicherlich die Nasdaq, die wir jetzt hier haben. Und die ist nämlich im Moment noch nach oben. Und ihr seht das, gleicher Chart. Aber überhaupt nichts hier auf dem Weg nach unten. Ja, so ein bisschen hin und her gewackelt. Aber das ist immer noch die Aufwärtsseite. Wir sind also immer noch verhaftet in diesem Aufwärtsmoment, was wir hier haben. Und das ist ganz anders als das, was wir beim DAX haben, beim Dow Jones haben. Auch beim DAX. Der DAX ist ja auch. Gucken wir kurz einen Ausflug darüber. Schaut euch mal diese Wackelei hier an. Der DAX ebenfalls, kein Bock auf die Aufwärtsseite. Scharfe Seite nach unten. Blöderweise hier nichts wackelig erkennbar. Scharfe Seite nach unten. Hier wäre jetzt eine ABC erkennbar. Gut, die ist jetzt schon Geschichte, aber einfach mal zum Augentraining. Denkt immer dran, merkt euch so ungefähr den Bereich hier 38 bis 61. Ein bisschen drunter, ein bisschen drüber, aber in diese Kiste rein.
eine Seite scharf, die andere A, B, C oder mehrfach wackeln geht natürlich auch, dann haben wir eine gute Voraussetzung, dass das, was vorne passiert ist, das, was vorne passiert, hier hinten nochmal. Ich zeige euch dieses Beispiel, damit ihr eure Augen daran gewöhnt, damit ihr diese Sachen wahrnehmt. Das funktioniert leider nicht immer bei jedem Trade. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber es ist halt so realistisch häufig, dass man doch regelmäßig da seine Trades eben draus basteln kann. Aktuell hier also gar nicht so eine gute Stimmung, zumal es jetzt hier nach diesem letzten Schub ja wieder wackelig nach oben geht. Also wieder nicht die beste Voraussetzung. Es ist zwar dann nicht mehr die erste Korrektur, sprich, dass hier die dritte kommt, aber mindestens nochmal eine Fortsetzung nach unten, wenn wir hier auf der Unterseite das triggern. Dafür sind die Chancen relativ groß. Und da dagegen sprechen, was Nasdaq und S&P macht. S&P natürlich auch sehr stark im Einfluss der Tech-Titel. Und beide Märkte haben ein komplett anderes Bild als die Blue Chips. Die beiden gehen nämlich tapfer nach oben und haben eben nicht hier so im Wesentlichen diese Verluste auf der Oberseite, sondern und diese Langeweile mit den vielen Überschneidungen, sondern die sind mit dem Schub nach oben gegangen. Trotzdem erwarte ich früher oder später, vielleicht sogar jetzt schon, weil es sieht so aus, als ob wir zumindest den Vortrieb jetzt hier mal ein bisschen verlieren, dass wir wieder von da unten nach da oben gemessen, denkt dran, 38 bis 61er Marke hier, die Fibonaccis, also natürlich genau genommen 38, 20, 61, 80, dass wir in diese Kiste reingehen. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass dieser Rücksetzer ist. Das ist halt nur eine Verschnaufpause. Das ist nichts anderes als das, was wir hier vorne haben. Auch hier vorne, wenn ich das mal hier wegmache, ich hoffe, ich kriege das so halbwegs hin. Diese Bewegung von hier unten nach da oben sehr steil und dann sind wir bis zur 61,8er Marke hier runtergelaufen. Ja, leicht nach unten überschossen, aber leicht unterschossen ist noch in Ordnung. Aber das sind diese typischen Rücksetzer, um dann eben die Fortsetzung nach oben. Das war im kleinen Bild. Jetzt steht uns wahrscheinlich möglicherweise zumindest mal hier ein Rücksetzer dieser Art bevor. Wenn der wäre, wäre das aber kein Zeichen für das notwendige Ende der bullischen Seite, sondern eine wunderschöne Korrektur, die uns ja dann, wenn es so tatsächlich aussieht, auch an der Stelle wieder eine neue Fortsetzung nach oben dann entsprechend ermöglicht. Aufgrund der Situation, dass wir jetzt so langsam die Fahrt verlieren, ihr seht das an diesen Kursüberschneidungen, ich mache mal das Blaue weg, hat man den Eindruck, als ob es ja vielleicht jetzt doch erstmal Pause ist nach der fünften. Die fünfte ist ja dann doch ganz häufig so die letzte Bewegung, auch beim Nasdaq sieht man so ein bisschen, dass der Drive wohl nachlässt, aber noch sieht man keine echte Ambition hierfür. Gar nicht, null. Das ist noch nur ein Gedankenmodell, aber eben ein sehr typisches und eben dieses klassische Bild, Schub hoch, wackelig runter, nur eine Ebene größer, Schub hoch, wackelig runter. Was soll man denn jetzt heute Nachmittag machen? Das ist ja häufig die Frage, jetzt erzähl mal nicht so viel Mist hier, sondern sag mal jetzt einfach, soll ich kaufen oder soll ich verkaufen? Naja, mit sollen ist das so eine Sache. Erstens mal, es gibt keine Analysemethode, mit der man sagen kann, das passiert ganz sicher als nächstes. Im Moment würde ich noch nicht die Short-Seite eingehen, weil das im Moment noch nicht wirklich eine stark bärische Komponente hat. Long würde ich aber auch im Moment nicht mehr gehen, weil der Kurs eben schon sehr weit gelaufen ist und so langsam an Lust verliert nach oben. Er wird flacher, er wird scheinbar, zumindest deutet sich das so ein bisschen an, hier mit mehr wackeliger, also nicht mehr den gleichen Schwung, den er da hat. Aber wenn wir eine starke Abwärtsbewegung. Wir können hier in der Vergangenheit gucken. Wenn er sowas hier macht, dann ist das meine erste Verzückung. Hier hat er es gemacht. Blöderweise hat er hier nicht gewackelt. Oh, ist doch wackelig. Ja, aber er hat eine Null auf der Unterseite getriggert. Da war keine Chance, auf der Shortseite reinzukommen. Also eben nicht die Shortseite. Aber wenn er das nächste Mal so einen Rücksetzer macht und dann so eine A, B, C. Und das steht an. Das wird definitiv früher oder später kommen. Und wenn es nicht in die eine Richtung ist, dann geht es vielleicht in die andere Richtung, dass man dann eben sagen kann, dann kriegen wir das vielleicht auf der Aufwärtsseite. Und wenn es mal manchmal doof aussieht, hier, damit kann ich nichts anfangen. Das ist für mich leider keine Trade-Situation. Schön doof, konntest du das nicht traden? Völlig richtig. Wenn, dann muss ich wieder gucken, ob ich das hier kriege. Da muss ich vielleicht auf Minutenchart gehen, um zu sehen, ob das ein Schub hoch ist und das eine ABC runter. Das muss man sich überlegen, ob man das auf Minute handeln will, aber das wäre eben das Vorgehen, was aus meiner Sicht da zählt. Also,
Diese Märkte sind immer noch sehr stark bullisch. Der Rücksetzer steht hier auch an. Er deutet sich an. Das ist aber noch kein echter Hinweis. Wer einen deutlicheren Hinweis sucht, man kann diese Zwischentiefmarke auch versucht als Trigger zu nutzen. Das ist zwar nicht jetzt eigentlich in meinem Sinne von wegen Schub und ABC hoch, weil der ist ja schon höher als das. Deshalb eigentlich warte ich auf das und auf das. Wer sich aber gar nicht damit zu helfen weiß und sagt, das ist mir zu mühsam, will ich gar nicht raussuchen, so eine steile Abwärtsbewegung, der kann zumindest mal sagen, dann soll er aber wenigstens die Tiefs hier nicht mehr rausnehmen, sonst gehe ich hier short mit Zielrichtung da unten rein. 15.307 beispielsweise kann ein bisschen höher liegen, aber da in die Richtung hier beim Nasdaq. So, ich wollte eigentlich noch ein bisschen was zum Crude Oil erzählen, aber das guckt ihr euch jetzt selber an. Schub nach oben, er fängt jetzt hier an, wackelig nach unten zu sein. Das ist jetzt etwas, was wir uns gleich nochmal angucken, live am Chart. Aber für all diejenigen, die lieber selber gucken wollen, achtet mal darauf. Schub nach oben, wackelig nach unten ist eine Einladung, wenn wir auf der Oberseite getriggert werden, die Longseite nochmal mitzunehmen. Stichwort ansonsten Cluster, wer es ganz eng mag für den Einstieg. Soweit erstmal das an dieser Stelle. Euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße. Updates dazu werden wir dann über Born for Trading nochmal schicken. Wer es noch nicht kennt, kann sich ja mal da für den kostenfreien Test mal anmelden, kriegt dann solche Sachen aufs Smartphone. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.